Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Heute schlägt endlich Kumbas große Stunde. Und Leute, ich habe nochmal nachgeguckt. Die Battle Settings, sie waren leider tatsächlich auf Average gewesen. Das hätte ich vielleicht auch schon mal viel, viel früher nachgucken können. Jetzt sind wir auf jeden Fall auf Strong. Und wir nehmen jetzt einen Charakter, von dem ich mir erhoffe, dass er relativ stark ist und mit seinen Gegnern trotzdem fertig werden kann. Das ist Kumba, der Evil Saiyajin. Mit vier unterschiedlichen Formen. Deswegen nehmen wir ihn mal einzeln und probieren die auch alle mal durch. Und wir lassen ihn antreten. Ich glaube, gegen den einzigen Villain, den wir noch nicht hatten. Ne, Moment. Harz hat auch drei Formen. Ne? Die will ich eigentlich auch lieber selber zeigen. Hier, den hatten wir auch noch nicht. Lassen wir ihn erstmal gegen Merus antreten und gucken mal. Ja, wobei Merus ist auch... Ah, das ist doch aber auch kein... Komm, Wiss! Oh Gott, ich werde das so bereuen. Den Schwierigkeitsgrad erhöht und gegen einen Engel. Das kann nicht gut werden. Das kann nicht gut werden. Egal, er tritt jetzt gegen Wiss an auf Strong. Ich werde es bereuen. Aber ich habe drei Stufen, oder vier Formen sogar. Immerhin, mit seinem Mundschutz ist er auch immer gegen Corona geschützt. Und das ist die Hauptsache. Wir werden gleich feststellen, was ist der Unterschied von Average zu Strong. Und das ist auch wirklich... Wir haben es schon festgestellt in diesen Mods. Alter. Die Engel sind wirklich, wirklich saugefährliche Gegner. Wow! Oh Gott, der ist ja nur am Rumbrüllen. Ich liebe ihn jetzt schon. Also Wiss ist definitiv kein Fallobst. Wenn wir unsere Fähigkeiten testen können, dann doch wirklich bei Wiss. Ansonsten muss ich auf den Daishinkan irgendwie gehen. Juhu! Dieses Geschrei. Das ist so wundervoll. Hey, nimm mal das, Wiss. Oh, alter Schwede. Er zerstört Wiss. Bisher zumindest. So. Erste Stufe. Was kann ein Super Saiyajin Kumba leisten? Ein Super Saiyajin Evil Saiyajin. Super Saiyajin Evil Super Saiyajin. Gott. Saiyajin 2 Ultra. Juhu. Guckst dich das einer an, ist das nicht herrlich? Ich unterstütze den Antrag mit blanker Gewalt. Alter, da war ich wide open sozusagen. Und das wurde zum Glück nicht so bestraft, wie ich jetzt dachte. Alter. So, und weiter geht's. Nächste Form. Hä? Was tut er da? Okay, ich weiß nicht, was du da getan hast. Aber es hat zumindest dafür gesorgt, dass du dein Oberteil losgeworden bist. Und längere Haare bekommen hast. Oder hat er jetzt längere Haare als vorher? Ich glaube schon. Er hatte vorher auch schon lange Haare. Dieses Geschrei. Ja, endlich macht er mal das hier, den Maximum Power Mode. Ich hab schon gedacht, er macht's gar. Oh. Ich hatte, glaube ich, mehr Glück als Verstand gerade. Aber guck mal, ich habe auch Maximo Poda. Rock'n'Roll, hat er gesagt. Rock'n'Roll! Ja. Das bringt er jetzt eher nichts, Wiss. Sorry, so leid mir das tut. Oh. Okay, den werfen kann ich nicht mit einer Energieeinheit. Hm. 17.000. Also Wiss bleibt gefährlich. Wir müssen auf der Hut sein. Das kann dann auch schon mal mit zwei Angriffen sehr, sehr schnell
Kann ich echt nicht in die Werfenform? Okay. Wie viele brauche ich dafür? Rock'n'Roll! Okay. Ich habe trotzdem immer noch Angst vor Whis und wir beenden es am besten mal, oder? Ah, shit. Da hätte ich jetzt mal keinen Wurf anbringen dürfen. Wollen, dürfen, Gedöns. Jesus! Also sie kontern tatsächlich mehr. Es wird interessant. Auf diesem Schwierigkeitsgrad. Wir werden vielleicht auch, wenn die Herausforderungen euch wirklich zu langweilig sind. Ja, der nächste Schritt wäre natürlich very strong. Ich würde aber was anderes vorschlagen für den nächsten Mod. Da wird es wieder ziemlich kurios. Da gehen wir mal wieder in den Story-Mode. Und vielleicht, also ich weiß nicht, ob ich ihn komplett zeigen werde, aber ich werde zumindest große Teile einfach mal, zumindest mal ein paar Sagen einfach mal zeigen. Große Teile? Okay. Ich bin soeben 3 Energiebalken losgeworden und jetzt muss ich mich auf einmal konzentrieren. Ich... Rock'n'Roll! Öle! Okay. Das wird's entscheiden. Wer wird gewinnen? Ich werde gewinnen. Alter Schwede, klaut er mir auf einmal 3 Energiebalken, der Penner. Du Penner! Nicht zu fassen. Okay, ich bin jetzt aus dem Konzept. Auf jeden Fall werden wir beim nächsten Mal ein bisschen Story-Mode machen. Und das werden wir uns aber für den nächsten Mod aufheben. Hier sind wir jetzt von den Charakteren eigentlich fast durch. Und von daher passt das dann auch so. So, jetzt gehen wir in die Wehraffenform. Ich trau mich nicht, ich werde sowas von zerstört werden. Aber ich tu's. Ich tu's. Vegeta, wie geht's dir? Das sagst du mir später. Alter. Ja, du klingst wundervoll. Wow, ich bin eher der König der Löwen. Simba, du sahst noch nie so gefährlich aus. Ultra-Energie. Bin ich schon ausgewichen gekostet oder 50 Hits ab? Oh Gott. Das war keine gute Idee. Ich hab's gewusst. Alter. My ass. Nein. Chumakuhu. Das ist keine gute Stage. Dafür. Der habe ich, glaube ich, auch einen ziemlichen Nachteil. Wow. Okay, zumindest hat er ihn ziemlich heftig verfolgt. Ah. Komm her, du. Ja, nimm das. 15.000 Schaden für dich, mein Freund. Oh, fuck. Ich hab das Gefühl. Und er macht's direkt wieder. Ich sehe überhaupt nichts. Hilfe. Nein. Alter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bata, bata, bata. Okay, irgendwas mit Al-Maximo. Al-Maximo ist in der Regel... Genau. Ha, ja, das bringt eher nichts. Sprint ist eher eine schlechte Idee. Selbst für einen Daishinkan. Du alter Schinken. Hihi. Huh.
Und das. Oh, Schumacher, hu. Boah, das kannst du nicht abwehren, ey. Ja. Oh, was? Kam er mir jetzt echt zuvor? Das ist ja sehr zuvorkommend gewesen, werter Daishinkan. Rock'n'Roll! Nee, hör auf damit. Muss doch nicht sein. Superbomber. Oh, schon bin ich im Hintertreffen. Ich glaub's ja nicht. Habe ich noch irgendwas anderes? Barrera Infernal. Das ist wahrscheinlich wieder nur Explosion, ne? Heiligsblechle! Oh. Ah, Barra Infernal war das also. Okay, cool. Boah! Und ich konnte mich super schnell aufladen. Und habe ihn besiegt. Bisschen lame war das, oder? Aber auf Nahkampf konnte ich mich gegen den, glaube ich, nicht wirklich einlassen. Gut, wir haben gewonnen. Wahnsinn. Fehlt eigentlich wirklich nur noch Harz. Und der hier. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal Merus. Und probieren den mal aus. Ja, jetzt hatten wir Whis, jetzt hatten wir den Daishinkan. Jetzt nehmen wir noch Bills und alles ist gut, oder? Oh, mit Merus, ey. Der wird bestimmt nicht sonderlich stark sein. Kriege ich jetzt finally endlich eine aufs Maul? Wir werden es sehen. Torneo de Fuerza. Turnier des Furzens. Hübsch. Diese Kamerafahrt sah fast nach 60 FPS aus. Richtig. Bin ein ganz großer Fan von Paciencia. Okay. Begrüßung ging schief. Oh, Begrüßung ging sowas von schief. Alter. Ja, ich bin schon den ersten Energiebalken los und du guckst nur blöd, ey. Komm her, du. Ich hab... Pff, jetzt ist Schluss. Das kann ich so aber nicht zulassen. Das kann ich so nicht stehen lassen. Oh ja, das war ja so klar. Ihr macht wieder Maximum Power Mode. Ihr Götter der Zerstörung. Oh, scheiße. Oh, werde ich verböbelt gerade. Juhu. Ich habe mir aber auch keine leichten Gegner heute ausgesucht. Teletransporter. Kakai. Wirklich? Das war point blank. Wie kannst du da daneben schießen, ey? Och, Merus, du gefällst mir ja mal gar nicht. Zack. Oh. Bitte nicht sterben, werte Iso. Bitte nicht sterben. Das wäre jetzt ziemlich übel. Poder Divino. Göttliche Kraft. Okay. Aber ich habe noch nicht genug Einheiten dafür. 4 Stück brauche ich. Da erwarte ich aber mindestens Maximum Power Mode für. Das ist... Aber so weit werden wir vielleicht gar nicht mehr kommen, wenn das so weitergeht. Wir kommen dazu. Und Tatsache, es ist der Maximum Power Mode. Und jetzt!
Nein. 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 Ja. Ich glaube, das kriege ich nicht mehr gedreht. Also. Das kriege ich nicht mehr gedreht. Nee. Das kriege ich nicht nur nicht gedreht. Das wird eine ziemlich deutliche Niederlage. Wenn ich ihn jetzt wenigstens hätte weghauen können, aber nee. So. Und tschüss. Wenigstens können wir ihn nochmal verprügeln. Oh ja, die Gogeta-Attacke. Schön. Merus ist nicht der allerschlechteste, aber gegen den hier. Da muss schon ein bisschen mehr kommen. Oh, sehr schön. Das hat mal geklappt. Wie viel Schaden macht's? Guck sich das einer an. Ich kann es schon wieder machen. Was? Nein! Nein! Wir hätten es fast geschafft. Wir hätten es doch fast noch geschafft. Ich glaub das nicht. You lose. Wie tragisch. Merus. Du hast dein Bestes gegeben. Ich glaube, du brauchst noch einen Sieg, oder? So. Weil es ja ein Kumba-Special-Part war, nehmen wir Kumba jetzt noch einmal zum Feind. Und Merus darf ihn besiegen. Mal gucken, wie er sich anstellt. Wir nehmen mal alternative Farben. Gucken mal, was er da jetzt so hat. Dann wirkt das gleich wieder wie ein ganz anderer Charakter. Vielleicht kommt jetzt da irgendwie Naruto. Und dann gucken wir mal. So, letzter Kampf für heute. Und diesmal muss es klappen. Gegen den wird es nicht leicht. Du bist ziemlich groß. Alter, was für ein Start. Da habe ich was wieder gut zu machen, also muss ich gleich zweimal das hier machen. Ah. Oh ja, nachsetzen. Mist. Alter. Nein, nein, nein. Pff, ich sehe ja gar nichts. Wow. Intensiver Kampf. Sehr intensive Erfahrung. Ja, er hat daneben gegriffen und... Damit habe ich ein minimales Polster. Der Tony Polster. Haha, Teletransportation. Ja! Zack! 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 Und das! Ja, so hätte ich mal gegen Bills kämpfen müssen. Aber ich kann immer nur so gut gegen Bills kämpfen, wie Bills es auch zulässt. Estupido! Hör bloß auf, wieso zu nennen. Ich glaub's nicht. Das geht ja schon wieder daneben. Ja, so einfach mache ich es dir nicht. Also nicht ganz so einfach. Schon einfach, aber nicht so. Ja, Merus hat durchaus einen netten Kampfstil. Wir haben doch einen Charakter, mit dem wir halbwegs mithalten können in ihm. Dass wir gegen Bills tatsächlich fast noch gewonnen hätten. Also gut zugegeben, es war mit Energiegespammer am Ende. Wir können jetzt auch das hier wieder machen und sagen, hier so, zack.
Und jetzt sind wir irgendwie noch total aufgeladen und können uns... Ja. Können den Kampf eigentlich beenden. Nee. Meine Buffs sind weg, verdammt. Und jetzt schlägt er zu. Oh je. Ja, das wär's doch, wenn ich es jetzt noch versauen würde, oder? Aber nö. Du sagst es, Mann ohne Kopf. Aber nette Strahlenkanone. Ich glaube, mit der hast du Son Goku außer Gefecht gesetzt. Kann das sein? Irgendwas war da im Manga, aber... Keine Ahnung. Gut. Kumba wäre besiegt. Der hat mir auch ganz schön Kumba bereitet. Und, wow. Guckt euch das an. Wir sind weitestgehend durch. Wir können natürlich hier die ganzen... Hier, Jiren, die schon wieder. Die ganzen könnten wir ausprobieren. Es bleiben wirklich nur noch die Dragon Ball Super Charaktere. Und ich glaube, sonst haben wir nichts übersehen, oder? Ich glaube, sonst haben wir tatsächlich alles gehabt. Xeno Goku Super Saiyan 4 und Xeno Vegeta Super Saiyan 4 hatten wir, glaube ich, noch nicht. Xeno Vegeto. Xeno Gohanks. Hey, die ganzen Xeno-Fusionen mache ich vielleicht doch nochmal irgendwie. Vielleicht mal so ein Fusions-Special-Part noch oder irgendwie sowas und dann... Ich lasse mir auf jeden Fall was einfallen. Und dann bringen wir das Ganze hier gebührend zu Ende. Ja, und dann kommt schon der nächste Mod. Wahnsinn! Also, bis zum nächsten Mal, euer Weehawk.